Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Underdogging. Ja, ich habe es einmal, glaube ich, gebracht in FIFA 13 oder FIFA 12. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wird diese Serie weitergehen. Wir werden mit einem schwachen Team oder mit einem schwächeren Team in Liga 1 spielen. Und heute habe ich mir ein, ja, Legendenteam von Rostock aufgestellt. Ja, sehr lustig eigentlich. In der Dreierkette haben wir Lukumea, Molunguti, der wirklich viele Fehler macht bei Werder. Dann haben wir Heath Pierce. Wow, das ist ein Biest. Vier Sterne schwacher Fuß, 77 Tempo als Innenverteidiger, richtig geil. Ich kann mich noch dran erinnern, er war Linksverteidiger bei Hansa und jetzt ist er eigentlich richtig gut. Naja, richtig gut noch nicht, aber ganz okay. Dann haben wir hier Toni Kroos im defensiven Mittelfeld mit 5 Sternen schwacher Fuß. In der Innenverteidigung hatten wir dann noch Oschipka bei Frankfurt, der war ja auch bei Pauli. Dann haben wir hier auf rechts Tom Tribul. Im linken Mittelfeld Jenike, seht ihr schon, von Dynamo Dresden, auch mit 5 Sternen schwacher Fuß. Also das ist hier so eine Mannschaft, wo du einfach mal mit beiden Füßen abziehen kannst. Da sind sie wahrscheinlich, ja, das sind so die Stärken von diesem Team hier. Zafarian, auch schwacher Fuß 5, richtig geil. Im Tor haben wir Klant von FSV und im Sturm den schnellen Enrico Kern. Er war mal mein Lieblingsspieler bei Hansa, jetzt nicht mehr, aber egal, naja. So ganz verfolge ich jetzt Aue auch nicht und deswegen, ja, fällt er immer ein bisschen weiter weg. So, dann haben wir daneben Priza mit 4 Sternen schwacher Fuß und da wollen wir mal beginnen in Liga 1. Mal gucken, wie wir uns mit diesem Team schlagen werden. Ich bin gespannt drauf, Chemie 79 ist ja jetzt nicht so gut, aber auch nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, habt ihr Bock, mir ein Underdogging-Team zu erstellen? Macht es gerne, ich würde mich freuen, schickt mir eine YouTube-Nachricht und dann wird vielleicht euer Team in der nächsten Episode, ja, gespielt werden, getestet werden. Und wie gesagt, heute mache ich alles für den FCH, heißt die Devise hier. Und ja, die Fragen von heute, ja, heißen oder lauten: Wie stehst du eigentlich, ja, zu Wolfsburg, Hannover, HSV, St. Pauli, die ganzen Nordclubs eigentlich? Und das möchte ich euch heute hier beantworten. Ja, ich gehe einfach die einzelnen Vereine durch. Beginnen wir einfach mit VfL Wolfsburg. Was verbindet mich mit VfL Wolfsburg? Eigentlich nichts und das ist auch das. Ja, es ist ein Kommerzclub, dem ich es gönnen würde abzusteigen. Aber naja, also wie gesagt, Wolfsburg gefällt mir nicht so. Ist natürlich jedem selbst überlassen. Oh, hier das 1-0. Aguero nach 2 Minuten. Das geht ja schon gut los. Ne, auf jeden Fall Wolfsburg. Ja, weiß ich nicht. Mich verbindet da nichts und deswegen ist das auch so, keine Ahnung. Ich habe mal früher gegen die Eishockey gespielt, aber ja, das war's auch. Gestern 6-1 verloren gegen Bayern. Bayern trumpft natürlich auf jetzt hier. Ich weiß auch nicht, wer die noch schlagen soll. Werden wahrscheinlich auch, oder ja, für mich sind sie Favoriten im Champions League Finale. Und ja, dann kommen wir einfach zum zweiten Verein, Hannover 96. Ja, die finde ich recht sympathisch, klasse eigentlich. Besser als Wolfsburg sind ja die Rivalen davon. Und da muss ich sagen, Hannover gefällt mir eindeutig besser. Und ja, warum, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist einfach so. Ihr habt ja wahrscheinlich auch immer so Mannschaften, die ihr mögt oder leiden könnt. Und welche, die ihr nicht so mögt. Und ja, so ist das bei mir mit Wolfsburg und Hannover. Da stehe ich dann voll und ganz auf Hannovers Seite. Und dann geht's weiter mit, ja, HSV oder St. Pauli, weil ich ja in Hamburg wohne. Muss ich sagen, natürlich hasse ich St. Pauli als Hansa-Fan. Also hier, wenn jetzt ein St. Pauli-Fan mein Abonnent ist, aber erstmal hier, schönes Tor von Enrico Kern. Nichts gegen die St. Pauli-Fans, jeder darf Fan sein von dem, ja, Verein, den er möchte, den er geil findet. Und ja, trotzdem, wie gesagt, mag ich St. Pauli jetzt nicht. Es gehört ja auch dazu, wenn man Hansa-Fan ist, ne? Und ja, HSV finde ich dagegen eigentlich wirklich recht geil, muss ich sagen, weil, weiß ich nicht, ich wohne in Hamburg, muss natürlich auch meinen Verein aus Hamburg unterstützen, Viktoria Hamburg. nee, aber HSV finde ich auch recht klasse. Und wenn ich mich entscheiden müsste, mein Lieblingsverein aus der Bundesliga zu sagen, und ja, da sage ich dann, das ist HSV. Und ja, das war's eigentlich wieder zu diesen ganzen Nordclubs. Oder gibt es noch einen Nordclub? Habe ich irgendwen vergessen? Holstein Kiel oder so, aber da spielt, ich glaube, wer spielt denn da?
Irgendjemand von Hansa jetzt ist dahin gewechselt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kam da Finn Bartels her, den hat sich dann Rostock geholt und dann ist der, ja, nach St. Pauli gegangen, was da vielleicht nicht so schlau war. Aber egal, er hatte, glaube ich, auch ein Angebot von Freiburg. Ich weiß es nicht genau, ist mir auch recht egal jetzt. Hansa hat gestern wieder verloren, 2-1 gegen Babelsberg, katastrophal. Gegen den 19. Platz, gegen den Vorletzten, da gibt es ja 20, wer das nicht weiß, in der dritten Liga. Ja, unnötig, aber egal, das soll es gewesen sein von dem ersten Underdogging-Teil. Erstellt mir Teams, ja, was ist Pflicht? Pflicht ist, glaube ich, eine Chemie von hellgrün zu haben, also 79 war, glaube ich, die Grenze. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute, und dann freue ich mich auf eure Teamvorschläge. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Underdogging oder irgendwas anderes. Jo, haut rein, euer Hansa-Fan 966.